Heutige Thema, das ich ja gestern gar noch nicht hallo mitgeteilt habe. Ich möchte heute um das Wirken und das Bewirken möchte ich drüber sprechen, weil das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir erkennen, dass wir hier sind, um Wirkung zu erzeugen. Wir sind göttliche Wesen, also in uns, unsere göttliche Essenz. Unser Geist, unser nicht physikalisches Wesen ist ja der größte Anteil dessen, was wir sind. Die Quantenphysik hat herausgefunden, dass wenn man uns genau untersucht, sind wir eben hauptsächlich dieser schwarze Raum. Und wenn man diesen schwarzen Raum aus uns rausnehmen würde, würde nur noch ein mini kleines Körnchen von uns übrig bleiben. Also, ist es bewiesen schon, wissenschaftlich, quantenphysikalisch, dass wir wirklich nur nicht Materie sind, nicht physikalisches, dass wir spirituelle Wesen sind. Und dieser Spirit, dieser Geist, diese Energie, wenn ich das übersetzen darf, die in uns wohnt, die ist von einer höchst liebendsten Qualität. Und dieser Geist, also dieses Spirit, diese, was ist denn schon ein Spirit, wenn ihr euch das mal auf der Zunge vergehen lasst, oder? Es ist eine Energie, es ist eine Ausstrahlung, das ist dieser Spirit. Und welchen Spirit wir hier leben, das bestimmen wir, aber das erzeugt eben auch die Wirkung. Unser Spirit hat die Wirkkraft. Und jetzt stelle ich mir das so vor, und vielleicht kannst du mir da auch folgen. Du hast diesen echten Spirit, den wahren Spirit, den göttlichen Spirit, deine göttliche Wahrheit in dir. Und diese göttliche Wahrheit, dieser göttliche Spirit, der ist eingepackt im menschlichen Spirit, weil du ja hauptsächlich auf deinen menschlichen Körper fokussiert bist und durch deine menschlichen Sinne fokussiert bist, also durch deine Augen, durch deinen Geschmackssinn, durch deinen Tastsinn, durch all deine Wahrnehmungssinne, durch deinen Körper, durch deine Gefühle in deinem Körper bist du fokussiert auf dieses Menschliche in dir. Und dieses Menschliche reflektiert eben das, was es im Außen sieht. So, und dann ist eben diese zweite Lage oder diese zweite Perspektive von dir, die ich die wahre Perspektive nenne, die ich die göttliche Perspektive nenne, die eigentlich durch dich als Mensch, als Körper wirken will. Die möchte etwas bewirken. So, und die will sich aber jetzt auch gerne in den Vordergrund drängen mit all ihrer Liebe, mit all ihrer Begeisterung, mit all diesen Wünschen, dass du aus deinem Herzen, das ist das, was du aus deinem Herzen heraus spürst, das möchte Wirkkraft zeigen, das möchte bewirken. Und wenn du das nicht zulässt und wenn du das nicht erlaubst, weil da eben dein Verstand mit seinen ganzen Überzeugungen und seinen ganzen Wahrnehmungen und Denkmustern dazwischen steht, ei, guten Morgen, Susanne, ja, das ist auch gut für dich, was ich erzähle, dann kommt deine Wirkkraft nicht zur Geltung. Du fühlst dich eben genauso wie in diesem Gefängnis, ja, hinter dieser Mauer. Du möchtest ja so gerne, aber du weißt nicht, wie du aus dieser Mauer, die aus dem besteht, was du ewig schon wahrgenommen hast in deinem Leben, was dir als wahr und richtig erklärt worden ist, wie du durch diese dicke, dicke Mauer hindurch strahlen und wirken sollst. Und das gibt dieses unfreie Gefühl, dieses unrichtige Gefühl, dieses Gefühl, im Gefängnis zu stecken. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, wie aus diesem Gefängnis auszutreten. Und meistens ist es eben am einfachsten, wenn wir diese Mauern
erkennen und sie entlaufen und sagen, oh mein Gott, ich muss gar nicht hinter der Mauer sitzen, die sind einfach nur da, diese ganzen Mauern, die haben gar nichts mit mir zu tun und deswegen bin ich so unglücklich, weil ich nicht in meine Wirkkraft komme, weil ich nicht das tue, wofür mein göttliches Wesen hier auf dieser Welt ist, weil ich nicht das tue, wofür mein göttliches Wesen geboren wurde. Und das ist quasi dieser Hochverrat, den wir an unserer Göttlichkeit begehen, weil wir sie nicht rauslassen, weil wir dieses Schöne, weil dieses Ganze, was in unserem Herzblut an Liebe und an Begeisterung brennt, immer wieder zurückhalten, weil wir meinen, da ist wirklich diese riesengroße Mauer, die wir nicht durchschreiten können, weil hinter dieser Mauer womöglich die Gefahr lauert. Und jetzt kommt unser Verstand wieder her und den brauchen wir und dem müssen wir das erklären. Deswegen erkläre ich es ja euch und eurem Verstand, dass ihr das nachher verarbeiten könnt, um dann zu erkennen, Mensch, ja, da ist nichts Gefährliches, wenn ich diese Mauer durchbreche. Da ist nichts Gefährliches, wenn ich meine wahre, göttliche, wunderbare Wirkkraft entfalte, wenn ich aus vollem Herzen meinen Wünschen folge und mich verwirkliche und mich tatsächlich verwirkliche. Einerseits die Wünsche, die ich in mir trage, verwirkliche für mich persönlich, für mein persönliches Leben und andererseits auch die Wünsche, die ich in mir trage für eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist ja nur, gell, Susanne, Neville Goddard, everyone is you pushed out. Also jeder, der ist das, was aus dir heraus für du für ihn sehen kannst. Guten Morgen! Ja, ihr Lieben, und das ist so, so wichtig. Es ist so wichtig, das zu erkennen und dieses Bild für sich klar zu kriegen. Und diese Mauern, diese Türen aufzureißen und viele nennen es auch die Türen zum Herzen, das Herz zu öffnen, ja, und einfach zu wissen, es ist so gut und es ist so richtig und es ist so wichtig, wenn ich aus alleroffenstem Herzen heraus anfange zu wirken. Und um das zu tun, muss ich erstmal das Verstehen für meinen Verstand und zweitens darf ich meine Energien auch mit transformieren, die alle so wie an mir kleben und mir noch diesen energetischen Gefängnisrahmen schaffen. Und diese Energien, die sind mega, mega stark und die werden uns auch gegenseitig, können wir uns da helfen. Und ich wollte euch jetzt heute in dem Zusammenhang kurz zeigen, wie diese Energien wirken. Wir haben in unserer letzten Ausbildung haben wir mal demonstriert, wie diese Anwendung mit der göttlichen Energie einfach nur funktioniert, ohne etwas zu sagen. Ihr habt sie jetzt alle gesehen, wenn wir wirklich sprechen und uns verbinden und quasi hörend verbinden. Aber jetzt machen wir das mal ohne Augen und ich gebe euch jetzt eine Anwendung, nur mit der Stille, nur mit den Augen. Ich gebe euch jetzt eine Anwendung mit göttlicher Energie, guten Morgen Ursula, ohne irgendetwas zu sagen. Und ihr könnt mir dann nachher sagen, was ihr gespürt habt. Also, wir legen los.
So, habt ihr was gespürt? Schreibt mal kurz in die Kommentare, ob ihr was gemerkt habt. Weil es ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die wir ausprobieren können und die wir machen können, was unsere Wirkkraft betrifft, dass es eben überhaupt nichts damit zu tun hat, was wir sagen oder wie wir uns wirklich nach außen verhalten. Schreibt mir mal, was habt ihr gespürt? Habt ihr eine Energie gespürt? Habt ihr eine Transformation gespürt? Hat es euch irgendwo berührt? Schreibt mal rein. Ich trinke mal einen Schluck, weil ich weiß, dass ich voraus bin. Das ist nachher so blöd in der Aufzeichnung. Aber ich möchte gerne mit euch kommunizieren. Ich habe mich den ganzen Morgen auf euch schon gefreut. Schreibt mir doch mal was rein. Es geht wirklich um diese Wirkkraft zu erkennen, unsere spirituelle, nicht physikalische. Ja, habe auf jeden Fall was gespürt, aber ich finde den Fokus mit Worten stärker. Definitiv ist der Fokus mit Worten stärker. Aber es ist wichtig zu erkennen, dass wir auch ohne Worte Wirkung erzeugen. Und zwar jeden Moment. Jeden Moment. Und diese Wirkung, die ihr spürt, die ist so groß, wie ihr gerade aufnahmebereit seid, etwas zu spüren. Aber wir sind ja oft unterwegs und lenken uns ab oder haben andere Sachen, die wir gerade spüren wollen oder eben auch nicht spüren wollen. Und das heißt aber nicht, dass das, was in uns aktiv und dominant auf spiritueller, geistiger, nicht physikalischer Ebene ist, eine Wirkkraft erzeugt. Und zwar ins unendliche Feld. Wir sind also immer da und bewirken. Wir bewirken Dinge, die sich dann nachher im Außen als materielle Realität zeigen. Ursula, danke. Ich hatte am Anfang Gänsehaut. Dann hat mein Gehirn ständig gefragt, was ich denn spüren soll. Ganz genau. Das ist genau das, ja. Und das Gehirn, das nimmt immer das auf, was gerade am dominantesten von außen auf dich einwirken kann. Ja, aber das heißt nicht, dass hinter dem Vorhang nicht auch Wirkkraft ist. Ja, das ist genau der Grund. Wahrscheinlich wirkt es sehr stark in mir im Moment. Ja, und diese Dinge wirken immer. Aber die Frage ist, wie bereit bist du, diese Wirkkraft in dir zu akzeptieren, dass sie aus dir herauskommt und dass du eben siehst, dass du lieber der Sender bist, weil du als göttlicher Schöpfer der Sender bist und dass du nicht so sehr in den Empfängermodus dieser Energien gehst. Ja? Das ist wichtig. Du bist der Sender dessen, was du bist und du bist der Sender der Informationen, wie dein Leben gestaltet wird, was für dich gut und richtig ist. Du sendest die Information aus, was für dich stimmt, was für dich möglich ist. Und das kommt alles nur aus dir. Und was du im Außen siehst als Bestätigung, was dir auffällt, ist vorher erst in dir entstanden. Und das niemals zu vergessen und mit einer Art und Weise wirklich drauf bestehen, dass ich Schöpfer mit Wirkung und Wirkkraft bin. Das immer wieder zu wissen und sich nicht so lange im Außen aufzuhalten und dann zum Empfänger der Wirkkraft der anderen zu sein, die nur mit dem resoniert in erster Linie, was ich gerade sehen kann.
Und wenn ich etwas shiften will, dann muss ich aus diesem Mechanismus komplett austreten und mich auf mich als Sender, als Wirker besinnen und meine wahre Wirkung aus dem wahren Sein, aus dem, was ich bewirken will, heraus generieren. Permanent. Und in dem Moment, wo mein Sender wieder etwas empfängt, was dem widerspricht, was meine Wahrheit, was mein Herz möchte, dann zieht sich alles zusammen, alles wird schwer, alles wird ängstlich, alles wird klein. Und das merke ich. Und dann ist meine Wirkkraft klein. Und dann bin ich klein und dann fühle ich mich klein und dann fühle ich mich ausgeliefert. Und dann bin ich wieder im Schatten der Vergangenheit, im Schatten dessen, was eben diese Lüge ist, dass ich eben nicht wirke, sondern dass ich ein Sklave bin, dass ich ausgeliefert bin, dass ich nichts machen kann, dass ich keine Kraft habe, dass ich keine Power habe und dass ich sowieso nur hier bin, um im Außen irgendwo genügend Geld zu bekommen, um zu überleben. Und das ist dieses große, große Gefängnis, aus dem ich mir immer wieder jeden Moment erlauben darf, rauszutreten, wirklich, wirklich rauszutreten. Und dazu muss ich diesen Mechanismus, den ich euch gerade erklärt habe, verstehen und es mir immer wieder klar machen. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Klarheit, Klarheit, Klarheit ist alles. Huhu, Katrin! Ich bin die Senderin. Danke für die Erinnerung. Ich wirke, ob ich weiß oder nicht, alles nur Gefühl, Klarheit, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Die Wirklichkeit ist der Scheiß von gestern. Das ist der Scheiß, den wir im Kollektiven gestern gemacht haben. Ich habe mir dann einen großen Lichtball vorgestellt und dann war mein Hirn zufrieden. Genau. Also ihr müsst lernen, mit dieser Wirklichkeit, die da draußen natürlich unwiederbringlich da ist und drauf besteht, ich bin doch hier und hier ist es so übel und wir brauchen Maskenpflicht und Impfungen und so weiter. Diese Impfung, diese Wirklichkeit, die da draußen noch besteht, weil wir uns im Kollektiven halt so drauf eingelassen haben und immer wieder diese Wirklichkeit reproduziert haben mit unserer Aufmerksamkeit, die wir drauf, weil wir glauben, das ist die Wahrheit und so muss es sein. Aber wir wissen es ja besser. Ich meine, es fühlt sich so klein an, insbesondere jetzt diese Wirklichkeit da draußen, sowas von ausgeliefert und fremdbestimmt. Hallo? Kann das die Wirklichkeit vom göttlichen Wesen sein? Nein, unmöglich. Diese ganze Geschichte, dieses ganze System, das ist nicht von göttlichen Wesen aufgebaut. Das ist von kleinen, beschränkten, ängstlichen Mimöslein aufgebaut. Und die sitzen jetzt irgendwo an politischen Stellen und wir gucken sie an und wissen ganz genau, wer bist denn du? Du wirkst überhaupt nicht, du hast überhaupt keine Wirkkraft, du wirkst nicht aus deiner Wahrheit raus, du schwafelst Zeug. Ich will es nicht mal bewerten, das versuchst zumindest nicht. Ja? Und wir haben so viel mehr Power, wir müssen nicht auf irgendwelchen Stellen sitzen, an irgendwelchen Positionen anfangen, irgendwas zu manipulieren und zu kontrollieren. Da ist keine Power drinnen, das ist nix. Hier bei uns, in unserem Herzen, ist unsere wahre Wirkkraft. Und wir müssen uns erlauben, in diese Power einzutreten und da zu stehen und zu sagen, ich wirke mit vollster Liebe, mit vollstem Herzen, weil ich mich nicht mehr einschränken und beschränken lasse von diesen ganzen Lügen.
Und das ist ein Job. Und das ist ein kontinuierlicher Job. Und ich bin so glücklich, habe ich mit diesen Anwendungen für göttliche Energie noch ein Tool gefunden, was diesen Job extrem unterstützt auf energetischer Art und Weise. Weil wir eben energetische Wesen sind, müssen wir auf beiden Ebenen arbeiten. Auf der Ebene des menschlichen Verstandes und auf der Ebene der Energie, also der Gedanken, und auf der Gefühlsebene. Da können wir was machen, 100%. Und es ist so wichtig, ich weiß es, ihr wisst ja, ihr spürt ja, dass ich wirklich dafür brenne, weil ich so lange gesucht habe nach dieser Freiheit, weil ich mich so lange sowas von eingesperrt, missverstanden gefühlt habe, vom Leben gebeutelt, weil ich eben aus der falschen Perspektive heraus, aus meinem falschen Seinsvorstellung heraus, mir Dinge ins Leben oder mich zu Dingen hingezogen habe, die mir das wieder und wieder bewiesen haben, dass ich beschränkt bin, dass ich nicht richtig bin, dass ich nicht liebenswert bin, dass ich nicht unterstützt werde. Aber das war meine Vorstellung über mich, dass ich das bin, aus dem Schatten der Lügen herauszutreten, in diese absolute Freiheit, in diese Gottgeführtheit. Das wünsche ich mir wirklich für jeden, weil es möglich ist. Und das Einzige, du darfst nie aufgeben. Du darfst nie aufgeben, an die Wahrheit zu glauben. Du darfst nie aufgeben, zu verstehen, dass du jetzt noch vielleicht höchst konditioniert bist von Lügengeschichten und falschen Vorstellungen, die aber nicht wahr und richtig sind. Und deswegen mache ich jetzt dieses Programm. Ich sage es euch nochmal, ich habe es noch nicht ganz klar definiert, um was es genau geht. Es geht wirklich um das, was ich jetzt gesagt habe, was ich euch in diesem Video erzählt habe. Und ich möchte vom 5. Juni bis zum 19. Juni in 3 Wochen 6 Termine mit euch machen, wo wir diese Klarheit erarbeiten und viel auch arbeiten mit diesen Anwendungen, mit dieser göttlichen Energie, mit der göttlichen Wahrheit, dass es ganz, ganz tief in das Unterbewusstsein reingeht. Und das brauchen wir intensiv eben von beiden Richtungen, dass wir es verstehen, was hier passiert, und dass wir uns nicht mehr beirren lassen, dass es vom Kopf ins Herz geht, dass diese Verbindung vom Herz gesteuert wird und nicht mehr vom Kopf und nicht mehr vom Verstand, von diesem Geplapper, von diesem einschränkenden Geplapper aus den Schatten der Vergangenheit. Und jetzt ist der Moment, deswegen mache ich das auch so intensiv. Mal Leute, wir sind erst am Anfang zu erkennen, dass all das, was wir bis jetzt geglaubt haben, niemals gestimmt hat und niemals so war, wie wir dachten. Nicht mal das Zeug in den Geschichtsbüchern stimmt. Ja, nicht mal das. Es ist so viel nicht so, wie es ist. Aber es ist auch übrigens völlig egal, wie es ist. Weil wenn wir wissen, wer wir wirklich sind und was wir bewirken können und dass unsere Wirkung aus dem Göttlichen heraus uns so verdammt glücklich macht, so verdammt frei macht, so verdammt unbeschränkt und bedingungslos sein lässt, was uns einfach eröffnet und mehr eröffnet, dann ist es doch wurscht, was in unseren Geschichtsbüchern steht. Weil letztendlich wissen wir alle, es gibt nur den gegenwärtigen Moment. Es gibt nur jetzt, jetzt, jetzt. Und je größer und offener und weiter und großartiger dieses Jetzt für uns ist, desto großartiger und weiter wirken wir und bewirken wir. Und das ist das, was doch wirklich zählt. Das ist das, worauf es drauf ankommt, in diesem Moment dieses Großartige draus zu machen. Und ich komme wieder auf das Geld zurück, ganz kurz. Ja, wenn ich Geld hätte, würde ich das alles machen und so weiter und so fort.
Geld ist auch uns vorgelogen worden, dass es eingeschränkt ist, dass es beschränkt ist und dass es an Bedingungen geknüpft ist, für die wir unsere Seele verkaufen müssen, für die wir unser Herz verkaufen müssen. Wir müssen unser Herz verkaufen, wir müssen unsere Liebe verkaufen, damit wir genügend Geld haben, um zu überleben. Und das stimmt einfach nicht. Das ist auch eine Lüge. Das ist die größte Lüge, die die Menschheit in die Sklaverei, ich habe ja gestern noch ein Video gemacht, darüber in diese Angestelltenverhältnis gemacht haben, anstehen, sich nicht ausdehnen, nicht groß werden, nicht großartig sein. Und das kann es nicht sein. Das muss eine Lüge sein, weil es fühlt sich komplett scheiße an, dass Menschen sich wegen Geld einschränken. Dass Menschen sich wegen irgendetwas einschränken, kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann für niemanden wahr sein. Und diesen Weg da rauszufinden, das ist einfach das Allerwichtigste. Und da brauche ich Tricks für meinen Verstand. Weil ich muss ja mit dem Jetzt und dem Hier und der jetzigen Situation klarkommen. Ich muss mit dem Gedanken klarkommen. Ich muss ja meine Miete bezahlen. Ich muss ja essen. Ich muss ja meine Kosten decken können. Diesen Switch zu kriegen, das ist nicht von heute auf morgen, sondern es ist eben ein Prozess. Aber auf diesen Prozess sich einzulassen, das ist halt ein Moment. Und dann nicht mehr zurückzugehen und vorwärts zu gehen und weiterzugehen und dieses große, klare Ziel haben. Sagen, ich will hier auf dieser Welt sein, aus ganzem Herzen, aus meiner Göttlichkeit heraus, komplett wirken. Jeden Moment. Und ich lasse es mir von niemandem ausreden, der das nicht weiß, der diese Wahrheit nicht kennt. Aber ich bin hier, um diese Wahrheit zu transportieren, um sie vorzuleben. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass es so viele Menschen verstehen, um was es geht. Dass so viele Menschen diese Klarheit kriegen und aufhören, in dieser Dunstglocke zu sitzen, dieser eingeengten Dunstglocke und sich ausgeliefert fühlen. Das tut so weh. Das ist so ein Scheißgefühl. Es ist ätzend. Das muss nicht sein, weil es nicht stimmt einfach. Genau. Jetzt bin ich wieder ein bisschen vorausgerast. Habt ihr noch Fragen oder sagt mir mal, wie das euch geht oder ihr, wo ihr steht oder wo ich... Upsi, gerade was gegen mein Fenster geflogen. Es ist wirklich das, worauf es ankommt in dem jetzigen Moment und es kommt auf nichts anderes drauf an. Es kommt nicht drauf an, für seine Beerdigung zu sparen und so weiter. Die Beerdigungsinstitute sind ja scheint jetzt bankrott, weil keiner stirbt und brauchen Staatshilfe. Das ist absurdes Darlehen per se. Oder für sonst irgendwas sein Geld auszugeben, sondern es geht wirklich darum, in die Freiheit zu gehen. Also, tschüss Susanne, geh los, wirke und bewirke und lass dich nicht beirren von dem, was dir entgegenschlägt an Lügen. Es sind einfach nur Lügen. Hier, links und rechts vorbei, kein Problem. Also wenn ihr euch für diese 6 Termine interessiert, 5.6. bis 19.6., schreibt mir. Ich werde euch dann zurückschreiben. Es geht wirklich darum, dich in die göttliche Wahrheit zu erheben und diese Lügen zu erkennen und einfach nicht mehr aus diesen falschen Vorstellungen herauszuleben, die uns infiltriert wurden und werden, sondern durch hindurch zu schauen. Es war für mich immer eins der übelsten Geschichten, wenn ich die Wahrheit gesehen habe immer und mich so falsch gefühlt habe, weil ich nicht in diese komischen Lügen, die mir aufgetischt wurden von Menschen, die das vielleicht sogar nicht mal bewusst oder sogar ganz sicher nicht mal bewusst waren, dass sie mir Lügen erzählt haben. Und wo ich ganz genau gespürt habe, hey Mensch, das ist doch nicht die Wahrheit, was du mir erzählst. Das ist ein einschränkender Bullshit, der dich klein macht und du willst jetzt, dass ich das glaube. Kann ich aber leider nicht für dich machen. Ich kann für dich nicht mitglauben, dass du so eingeschränkt, dass du so limitiert bist, dass du so unglücklich sein musst. Das kann ich für dich nicht mitglauben. Und schon war
der Mensch nicht zufrieden mit unserer Beziehung. Das Coole an der Sache ist jetzt, dass ich eben diese Fähigkeit jetzt nutzen kann, Menschen zu helfen, die mir tatsächlich einen Auftrag geben und sagen, bitte unterstütze mich, und die gerne die Wahrheit über sich selber erfahren. Genau. Danke, dein angestellten Video gestern hast du wohl für mich gemacht. Nicht bewusst, liebe Ursula, aber ich glaube unbewusst wahrscheinlich schon, ja. Deswegen bist ja auch du da, um zu wirken. Ganz genau, das ist eben das, was du spürst so klar in deinem Herzen, eben diese Angestellten mitzunehmen und ihnen die Wahrheit zu erzählen. Und deswegen braucht es doch so fest jeden Einzelnen von uns, dass er in seine Kraft tritt und dass er vorwärts geht und sich eben nicht abhalten lässt. Und ja, es braucht jeden von uns. Und jeder, der diesen Ruf spürt und sagt, Mann, wie soll ich es denn machen? Es ist nur diese falsche Vorstellung, es ist dieses falsche Gefängnis, es ist dieses Fake-Gefängnis, in dem du sitzt. Und deswegen wirklich aus dem Schatten der Lüge ins Licht der göttlichen Wahrheit, deines göttlichen Seins zu treten und dann nie wieder raustreten. Und das braucht Tools und das braucht dranbleiben. Leute, ich meine, ich bin jetzt hier präsent seit fast 2 Jahren online und ich höre nicht auf, mich zu entwickeln, ich höre nicht auf, nach zu suchen, und ich habe jetzt aber trotzdem Tools gefunden, Denkweisen, Anwendungen, diese wahre Göttlichkeit habe ich gefunden. Ich habe nichts Neues erfunden, ich habe einen Zugang gefunden, den ich jetzt jedem Menschen, der es möchte, ermöglichen will. Einen Zugang zur Wahrheit habe ich gefunden, und dieser Zugang ist für jeden gelegt. Das ist mit unserem Herzen, ist dieser Zugang in uns implementiert. Wir brauchen keine externen Implantate. Wir haben einen göttlichen Chip implementiert bekommen mit der Geburt, der dafür sorgt, dass er immer wieder hier und präsent ist. Wir sind implementiert, und zwar mit der Göttlichkeit, und diese Göttlichkeit will endlich angeschlossen werden an den göttlichen Server und diese göttlichen Downloads und diese Herzensinformationen endlich rausbeamen, endlich rauswirken. Mir fallen immer so coole Bilder ein. Ich bin immer selber überrascht, was da noch kommt. Das ist eben der göttliche Server. Das ist nicht da. Patricia ist kleiner, kleiner menschlicher Server. Das könnte ich nie sagen, ja? Ich, Patricia Ego, könnte sich nie sowas ausdenken. Deswegen will ich auch überhaupt nicht irgendwelche Credits dafür oder so, sondern es geht wirklich nur um das, und vielleicht, dass ich dieses Beispiel setzen darf, wie wunderbar doch die Infos kommen, wenn wir uns an diesen Hallo Lydia, an diesen göttlichen Server anbinden und diese Verbindung leben, immer mehr leben, und dieser kleine Hirnserver halt dann langsam verkümmert zu dem, wofür wir ihn wirklich brauchen, und zwar um dabei zu bleiben, um wirklich die Wahrheit immer wieder zu postulieren. Dazu brauchen wir den, aber dazu müssen wir ihn erst füttern, weil er ja mit den Lügen voll ist noch. Ja? Deswegen ist es da wichtig, hier die Klarheit und die Wahrheit umzuprogrammieren. Macht euch dran, Leute, es ist nicht von Schnipp. Ich habe auch immer gedacht, oh ja, dann kommt das Göttliche und erfüllt mich und alles ist gut. Glaub mir, ich habe auch hier geforscht. Und es ist tatsächlich all das, was die Leute sagen, ja, und dann kam Gott und hat mich anointed, gesalbt auf Deutsch, ja, und ich bin plötzlich mit dem Christbewusstsein erfüllt worden. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass das einmal so war, und dieser Mensch, der das gespürt hat, hat dann nachher nie wieder aus seinem menschlichen Bewusstsein gehandelt, hat dann nie wieder diese menschlichen Gefühle, diese Ausgeliefertheit und dieses Eingesperrtheit geführt. Das glaubst du doch nicht im allergrößten Ernst.
sondern es ist einfach ein Erlebnis gewesen, dass vielleicht dieser Person diese Klarheit und die Wahrheit auf einen Schlag gebracht hat. Aber ich schwör's dir, diese Person hat sich dieses immer wieder zurückholen müssen. Diese Person hat das immer wieder vergessen. Weil wir haben ja auch zu Anfang vergessen, als wir geboren wurden, wer wir wirklich sind. Wir sind hier auf diesen Vergessmodus programmiert. Und da diesen Vergessmodus rauszuprogrammieren mit neuen, immer wiederkehrenden göttlichen Informationen in dieses menschliche System. Es wird nicht Schnipp machen. Niemals. Es ist dein Job, es ist deine Arbeit. Du gehst immer tiefer und tiefer rein in deine göttliche Wahrheit und lässt dein menschliches Sein mehr oder weniger dich nicht mehr regieren und kontrollieren und führen. Das ist ja der Gag, das ist das Lustige an dieser ganzen Sache. Aber ich dachte auch immer, ja, dann macht's Schnipp und dann wachsen mir Flügel oder so. Aber so ist es nicht. Es ist ein Prozess, wo du einfach diese Trans, deswegen heißt es ja Transformation, oder? Das ist eine Veränderung, kontinuierliche Veränderung, für die wir hier sind. Das ist ja der Spaß. Ja, manchmal ist es nicht spaßig, weil es macht weh. Klar macht es weh. Aber ohne weh bewegen wir uns ja nicht. Und wir können aber, übrigens noch zum allerletzten, wir können aber anfangen, uns von unserer Vision ziehen zu lassen. Und dann gibt es eben diese Arschtritte nicht mehr, die weh machen. Dann müssen wir uns aber auch umprogrammieren, weil unsere Grundprogrammierung ist so, Arschtritt, Schmerz, okay, ich verändere. Arschtritt, Schmerz, okay, ich verändere. Aber es kann auch anders sein, riesengeile, riesengroße Vision, die wird immer größer und die zieht mich an wie der Stern von Bethlehem oder was weiß ich nicht was. Und ich gehe einfach und warte nicht, bis von hinten geprügelt wird. Ist auch möglich. Aber diese Prügel, die macht manchmal noch so richtig Sinn. Diesen Beschleuniger, dieser Schmerz, der macht einfach so, pam, jetzt ist fertig, jetzt will ich nicht mehr, jetzt will ich es anders. Und diesen Schmerz habe ich gebraucht. Ich habe ihn ganz, ganz dick gebraucht. Also ich habe wirklich viel, viel leiden müssen, bis das endlich aufgebrochen ist. Muss aber nicht so sein, glaubt mir, es muss nicht so sein. Ich bin einfach so starrköpfig. Aber diese Starrköpfigkeit, die zieht mich jetzt eben auch dahin, wo ich jetzt wirklich sein will. Ja? Das ist ja auch gut. Diese Starrköpfigkeit, die mich im Alten festgehalten hat, im Ego, die ist immer noch da, aber die erlaubt mir jetzt einfach diesen klaren Weg weiterzugehen und diese klaren Botschaften weiterzugeben. Das ist geil. Danke, Katrin. Das sind eben diese Bilder. Das sind eben wie deine Bilder, oder Katrin? Du bist ja Künstlerin, Malerin und noch so viel mehr Künstlerisches. Das sind genau diese Bilder. Das sind immer dieselben Bilder und jeder kann sie anders projizieren, ja, du malst sie auf, ich spreche sie auf und wir haben alle diese göttlichen Bilder in uns und wir dürfen sie leben, wir dürfen sie verwirklichen. Das ist doch mega. Dazu sind wir hier und ich bin hier, um euch zu erinnern. Ich bin hier, um euch Tools zu geben. Ich bin hier, um euch zu führen, um euch meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Ich bin hier, damit ihr Zeit sparen könnt und damit ihr auch Schmerzen sparen könnt, weil ich es halt ja selber halt so lange gebraucht habe, um es rauszufinden, um es klar zu kriegen. Ja, das Ding ist ja nicht, dass es nicht da ist, diese Info. Die Info ist überall da. Es ist so wahnsinnig viel Info da für uns. Aber diese ganze Info klar zu kriegen und daraus einen klaren Weg, einen klaren Guide zu machen für dich selber persönlich, das ist der Job, oder? Das ist die Arbeit. Und das ist halt manchmal zeitaufwendig, wenn man alles selber aufarbeiten möchte. Und ich wäre froh gewesen, ich hätte Hilfe gehabt. Ich habe auch mal Hilfe gesucht. Ich habe auch mal ganz, ganz viel Geld verloren, weil ich nicht erkannt habe, dass das, was ich sehe an Wahrheit und an Klarheit, tatsächlich die Wahrheit und die Klarheit ist.
vielleicht spreche ich in Hieroglyphen, aber ich habe mir einfach nicht vertraut. Ich habe mir nicht vertraut, ich habe anderen Menschen mehr vertraut. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht gut genug, jemand anders hat, weiß es besser. Und dann war ich in Kontakt mit den anderen und habe einfach gewusst, sie wissen ja nicht mehr wie ich, weil ich weiß ja alles, weil ich hier angeschlossen bin. Und dieses Angeschlossensein, das haben wir alle, wir müssen es nur wieder auspacken, wir müssen es reaktivieren, wir müssen es entstauben und wir müssen dieses Vertrauen in diese Verbindung bekommen. Das ist eigentlich das A und O. Und dabei möchte ich eigentlich helfen. Ja? Das ist mein Anliegen, dass jeder für sich alles das wieder reaktiviert, was er ja wirklich schon hat. Ja, es geht ja überhaupt nicht darum, dass irgendjemand was Neues lernen muss oder neu werden muss. Ja? Deswegen dieses ein neues Ich. Ja? Ich liebe Dr. Joe Dispenza. Ich finde seine Arbeit grandios. Die hat mich so inspiriert. Aber es geht nicht darum, dass du ein neues Ich findest, sondern es geht darum, dass du dein wahres Ich findest. Ja? Ein wahres Ich. Das ist schon immer da gewesen. Es gibt nichts, was du verändern musst. Es gibt nur Dinge, die du nicht mehr mitnehmen musst. So wichtig. Es ist einfach so eine andere Perspektive, die wir für uns selber haben dürfen. Und die ist so liebevoll, die ist so ganzheitlich, die ist so vollkommen, die ist so perfekt, wie eben das Göttliche in uns sieht und wie es uns immer gesehen hat. Und das ist die Wahrheit, ja. Dieses neue Ich ist unsere Wahl, also es gibt kein neues Ich. Es braucht auch gar keins. Wir sind so gut. Ja, ihr Lieben. Oh mein Gott, das war jetzt lang. Seht ihr, das ist einfach, wenn das so die Downloads kommen, dann wollen die raus. Die schon mit mir gearbeitet haben, die wissen, wenn sie ihre Coaching-Aufzeichnungen anschauen, dass sie die 100-mal anschauen können und da kommen noch mehr. Ja, das ist schön und das habt ihr alle und das können wir uns alle gegenseitig geben. Dazu sind wir hier. Also ihr Lieben, danke schön für dieses Herzchen von einer anonymen Dame. Ich sehe es nicht. Manche zeigt mir Facebook hier, wer da ist und sonst sehe ich eigentlich gar nicht so viel. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Geht raus, scheint, strahlt. Ihr braucht keinen Grund dazu, weil der Grund ist euer Sein. Und daran sich immer wieder erinnern. Und wenn ihr Lust habt, in dieses kondensierte Programm zu kommen, es gibt 2 Sessions in der Woche, 3 Wochen lang, wo wir mega, mega, mega fest arbeiten, dann meldet euch bei mir. Dann gebe ich euch die Details und wünsche euch einen schönen, schönen, schönen Tag. Oh, danke, Ursula. Aber siehst du, das ist ja das. Du hörst ja gar nicht mir zu, sondern du hörst dem zu, was ich für uns alle an Wahrheit channel. Ich mag irgendwie das Wort nicht, weil das so verrucht ist, aber es ist genau das, oder? Es sind so Herzensnachrichten von Herz zu Herz. Und dass wir uns die liefern und nicht so Drama. Dazu sind wir hier. Also ihr Lieben, tschüssi, danke schön.